Radio 1. Olli Schulz on Tour. Ah, ich bin müde. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olli Schulz. Ich begrüße Sie zu meiner Sendung Olli Schulz on Tour. Ich bin müde. Ich bin genauso müde wie Sie von diesem Rumgeschwafel in Berlin über die Ortsteilsuche, die Bezirkswahl, wo man lebt, wo man wohnt. Es geht immer um die gleichen Viertel. Es geht immer um den Prenzlauer Berg. Es geht immer um Kreuzberg. Es geht immer um Neukölln, Berlin Mitte und vielleicht noch Schöneberg. Man möchte meinen, Berlin ist ein Dorf, ein Kuhdorf. Dabei gibt es noch so viele andere Bezirke, die es gilt zu entdecken. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Und heute geht's nach Marzahn. Und wenn Sie Marzahn hören, Sie denken immer Marzahn, leere, kalte Hochhaussiedlungen, Menschen, die unsympathisch sind. Dabei glaube ich, die Menschen sind einfach bodenständig hier. Ich starte jetzt den Motor, noch 3,5 Kilometer und gleich geht's weiter. Mein Name ist Olli Schulz, meine Füße sind Ihre Ohren. Es ist wirklich bemerkenswert zu erkennen, wie viele Plattenbauten es hier gibt. 70ern wurde das alles gebaut, ne? Und es ist wirklich eine große, große Anlage. Drumherum soll sehr viel grün sein. Das sieht man jetzt allerdings gar nicht, weil es natürlich auch heute so ein trister Tag ist. Es regnet, es ist nebelig. Unser Ziel ist jetzt das Einkaufszentrum. Ich glaube, das ist so das Herzstück der Einkaufsanlage hier in Marzahn. Und da würde ich mal versuchen, so ein bisschen Impressionen für Sie und für mich zu sammeln, was Marzahn wirklich ist. Olli Schulz auf der Suche nach dem Charme von Marzahn. Ich möchte was erleben. Deswegen heißt meine Sendung Olli Schulz on Tour. Und hier sind wir auch. On Tour. Hier ist Radio 1, mein Name ist Olli Schulz. Hier ist die Sendung, die interaktiver ist als jede Sendung, die Klaas Häufer-Umlauf je in seinem Scheißleben machen wird. Ja, jetzt sind wir gerade rausgeschmissen worden aus dem Einkaufszentrum. Das war's, Clemens, mit unserer großen Aktion Menschen im Einkaufszentrum befragen, weil man braucht eine Genehmigung. Zwei Wachmänner in voller Uniform und sind auf mich zugekommen. Ich war kaum 10 Meter reingekommen ins Einkaufszentrum. Da kamen die auf mich zu, wie so zwei Spinnen, die ein Opfer gefangen haben, wollten mich einwickeln in ihrem Kokon und mich wahrscheinlich in Marzahn im Kellerloch festhalten. Jetzt laufen wir aber noch so ein bisschen wie so Geistesgestörte hier rum und suchen unser Auto im Parkhaus. Sie hören Radio 1. Ich bin in Marzahn und versuche hier den Charme von Marzahn für Sie herauszufinden. Und erstmal suche ich mein Auto, weil ich weiß wirklich nicht, wo er gerade steht. Und wir laufen hier wie so eine orientierungslose Herde kleiner Kühe durch den Wald und versuchen wieder unseren Bauern zu finden. Du, wir sind hier völlig falsch. Wir sind einen anderen Weg gekommen. Wir müssen da mal gucken, glaube ich. Ja, ja. Jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich habe so ein ganz altes Auto und ich weiß nicht, wie ich das finden kann. Keine Ahnung. Na gut, wenn Sie mich in 2 Tagen hier noch rumlaufen sehen, rufen Sie bitte meine Eltern an. 2 Tage wollte ich hier auch nicht verbringen. Na gut, aber wenn Sie in 2 Tagen wiederkommen und ich laufe hier immer noch rum, dann rufen Sie meine Eltern an. Fall mach ich. So, Mann, ist das groß hier. Jetzt haben wir tatsächlich meinen alten Opel Astra verloren, mein roter Opel Astra. Was soll ich bloß machen? Könnt ihr mir helfen vielleicht? Ich suche mein Auto. Ich laufe seit 10 Minuten hier rum. Das ist ja riesengroß. Ich habe einen roten Opel Astra und ich wollte eigentlich, mein Name ist Olli Schulz, ich bin von Radio 1 und mache heute eine Sendung über Marzahn. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben, ich als Radiomoderator, wie freundlich wird der Marzahner auf mich zukommen oder wird er sagen, hau ab, du Spinner, mit deinem Mikro? Es sind alle sehr medieninteressiert und mediengeil. Ich glaube, da sind die Leute sehr aufgeschlossen. Das hätte ich nie gedacht, dass es in Marzahn der Fall ist. Aber vielen, vielen Dank. Habt einen schönen Tag. Und ich darf beim Auto suchen. Ja, danke schön. Ne? Wir suchen mal weiter. Hast du ihn gefunden? So. Das ist nicht mein Auto. Das ist tatsächlich nicht mein Auto. Und ich habe auch schon gedacht, das ist mein Auto. Das ist auch ein alter Opel Astra, aber mein Name ist immer noch Olli Schulz. Ich höre immer noch Radio 1. Dies ist meine Special-Sendung über Marzahn. Und sie droht immer mehr zu scheitern, weil wir unseren scheiß Wagen nicht finden. Es ist fürchterlich. Ich glaube, wir sind hier in der falschen Etage. Wir gehen da nochmal hin. Mein Wagen steht genau so wie der silberne da. Aber ein höher oder ein tiefer? Hier, da ist mein Wagen. Halbe Stunde gesucht. Ich glaube es nicht. Wir haben tatsächlich den Wagen gefunden. Das ist wieder mein Erfolgserlebnis in meiner Sendung. Wir fahren jetzt mal zum Zirkus, den wir gerade auf dem Weg entdeckt haben. Mal gucken, ob wir da witzige, lustige Akteure, Jongleure treffen, die hier in Marzahn Unwesen treiben. Harlekine, Drachentöter, Feuerschlucker, Fantasy-Freaks, Mittelalter-Fans, all das und vieles mehr versuche ich heute für Sie in Marzahn zu entdecken. Bis jetzt befinde ich mich auf einem äußerst nassen Weg, denn es regnet den ganzen Tag. Hier ist Ihr nasser Hund Olli Schulz, hier ist Radio 1, wir steigen in den Wagen. Es regnet in Strömen, wir sind in Marzahn.
Weißt du, wie ich mir gleich verspreche, da so ein bisschen den, falls da Leute sind, Zirkusmenschen, wie ich versuche so ein bisschen gleich das Eis zu brechen mit den Zirkusleuten. Ich kenne wahnsinnig gute Zirkuswitze. Ich würde da gleich mal versuchen, so ein paar Zirkuswitze zu erzählen. Was ist Marzahn eigentlich für ein Viertel? Was ist das für ein Bezirk? Wie sind die Menschen? Eins kann man jetzt schon mal sagen, obwohl es regnet, waren die Menschen, die ich angesprochen habe, äußerst freundlich zu mir, aufgeschlossen und weniger abweisend als die Spinner am Prenzlauer Berg. Oh, und jetzt sind wir wieder, aber Landsberger, nee, Raoul-Wallenberg-Straße. Mal gucken, ob wir jemanden finden da beim Zirkus. Kapuze auf. Leider habe ich so eine Downjacke an. Ich sehe schon aus wie so ein Medientyp. Wie so ein blöder Medienspinner. Mit seinem gelben Fropfen auf dem Mikro renne ich hier in Marzahn rum. Guck mal, da stehen zwei Leute hier unten. Wir sind gerade im S-Bahn-Tunnel. Otto-Rosenberg-Straße geht's hier längs. Da frage ich mal ganz kurz was. Hallo, sag mal, ist das ein Zirkus da hinten? Wisst ihr das? Was ist denn das für ein Zirkus? Kabuwazi. Kabuwazi, ist es ein Kinderzirkus? Ja. Ihr seid ja selber noch jung, ihr raucht beide. Rauchen ist ungesund. Ich weiß. Ich höre Ende des Jahres Rauchen auf. Wann hört ihr mit dem Rauchen auf? Gar nicht, glaube ich. Und seid ihr beide aus Marzahn? Ich nicht so wirklich. Wie sind denn die Marzahner? Kannst du mir da so ein bisschen helfen? Weil meinst du, die sind nett zu mir, wenn ich die mit dem Mikro gleich voll quatsche? Kommt drauf an, manche ja, manche nicht. Manche sind Prolls. Ich bin ja selber auch ein halber Proll. Guck mich mal an, wie ich hier rumlaufe. Nein, die laufen ein bisschen andersrum. Na gut, hey, habt noch einen schönen Tag. Okay, viel Spaß. Tschüss. Die sahen aus wie 12 und haben geraucht. Ich kann hier einfach die Menschen ansprechen. Du bist so ein Herzöffner, glaube ich. Ich bin Herzöffner, ja. Und vor allem bin ich nicht so eine abgebrühte Medienrampensau wie ein Böhmermann, Klaus Häufer Umlauf. Klaus oder Klaas, ich weiß es gar nicht mehr. Hallo. Hallo. Entschuldigung, wie komme ich zu dem Zirkus? Einfach durch die Bänder da durchmarschieren, gerade durch. Kann ich dir noch eine Frage stellen? Bitte komm, du bist ja ganzes Leben noch weggerannt, Digga, bleib bei mir. Ach, tschüss. Aber bei dem Wetter würde ich auch nicht stehen bleiben, wenn hier so ein Vollmongo ankommt mit dem Mikro. Hier, durch die Bänder und dann sind wir beim Zirkus Kabuwazi. Radio 1. Olli Schulz on Tour. Nein, hier ist nicht Klaas Häufer Umlauf und hier ist auch nicht Jan Böhmermann. Hier ist richtiges Radio, hier ist gutes Radio. Mein Name ist Olli Schulz. Ich begrüße Sie an diesem Sonntag. Wir machen eine Recherche. Heute bin ich in Marzahn und möchte für Sie Marzahn vorstellen. Also sind wir mal ehrlich, wer kennt sich schon in Marzahn aus und wer weiß, was Marzahn ist, außer die Marzahner selber? Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich würde für Sie ein aktuelles Bild über Marzahn erstellen, was die nächsten 20, 30 Jahre Gültigkeit haben wird. Das ist ein Kinderzirkus. Ich gehe mal rein in die gute Stube. Ja. Mein Name ist Schulz, ich bin von Radio 1. Wir machen gerade heute über Marzahn Bericht. Kann ich Ihnen zwei Fragen stellen? Haben Sie 2 Minuten Zeit für mich? Ja? Ich war meinem ganzen Leben noch nie in Marzahn. Ich bin heute zum allerersten Mal hier. Gratuliere, toll. Sind Sie Zirkusdirektor? Ich bin der pädagogische Leiter dieses Zirkus, ja. Sagen Sie doch Zirkusdirektor, das klingt viel toller. Zirkusdirektor hört sich toll an, ja, aber... Ich habe noch eine Frage, die in der Zirkusszene jetzt angesiedelt ist. Ron Cully, der Zirkus, ne? Stimmt es, dass der mit Scientology verbunden ist und rückwärts gelesen I Call Ron heißt, was Ron Hubbard beinhaltet, den Erfinder von Scientology? Stimmt das? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, die Frage, das weiß ich nicht. Woher auch? Darf ich in meines Interviews vielleicht noch einen Zirkuswitz erzählen? Ja, gern. Passen Sie auf, da geht ein kleiner Zwerg geht zum Zirkusdirektor, ja? Und meinst du, Sie müssen mich einstellen, Herr Direktor, mit meiner Nummer wird Ihr Zirkus weltberühmt. Und dann meint der Direktor, was können Sie denn? Und dann holt der Zwerg so einen Holzhammer raus mit so einer spitzen Seite und meint zu dem Direktor, hauen Sie mir damit auf den Kopf, so doll Sie können, ich werde überleben. Und dann meint der Direktor, wenn ich Ihnen damit auf den Kopf haue, dann sind Sie tot. Und dann meint der Zwerg, nein, hauen Sie mir damit auf den Kopf, ich werde überleben. Und dann denkt sich der Direktor, da muss ein Trick dabei sein, nimmt den Hammer und haut volle Pulle auf den Kopf von dem Zwerg. Der Zwerg bricht zusammen, Blut läuft aus dem Kopf, der zuckt nur noch. Der Direktor denkt sich, oh Gott, mein Gott, ruft einen Notarzt. Der Notarzt kommt, sammelt den Zwerg ein. Der Zwerg wird ins Krankenhaus gebracht, dort wird er wieder gepflegt. 3 Monate liegt er da, nach 3 Monaten kommt er wieder raus aus dem Krankenhaus, läuft sofort zum Taxi, fährt zurück zum Zirkus, läuft zum Direktor und meint, voilà. Das ist ganz gut gewesen, oder? Das war eine super tolle Nummer, ja. Dankeschön. Haben Sie auch Tiere? Wir haben keine Tiere, nee. Es ist ein Menschenzirkus. Es ist ein Menschenzirkus. Wie unser Radiosender Radio 1 ist auch ein Mensch, ist eine, genau. Menschenshow. Nur für Erwachsene. Ah nee, wir nur für Kinder. Und so. Das passt zusammen. Wir schließen heute das Band zwischen den Erwachsenen von Radio 1 und den Marzahner Kindern. Genau.
Okay, das ist wunderschön hier. Also das kann man wirklich mal kurz sagen. Cabo Vazio Zirkus an der, wie heißt die S-Bahn-Station hier? Ich konnte es kaum... Raoul-Wallenberg-Straße. Raoul-Wallenberg, das ist der schwedische Diplomat, der viele jüdische Menschen gerettet hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Danke. Jetzt befinde ich mich in der Wittenberger Straße, in einer Hochhaussiedlung. Hier ist wirklich Platte an Platte, wie man so schön sagt. Und hier gibt es dieses wunderschöne Hochhauscafé. Ich habe bis jetzt noch keinen Menschen auf der Straße gesehen. Jetzt gehen wir mal raus hier. Raus in den Regen. Kaugummi gegen den fauligen Atem. Ich war gestern auf einer Party. Es war auch nicht besonders dolle. Da wurde auch nur gequatscht über... Ja, wo wohnst denn du so? Ja, ich wohne im Prenzlauer Berg. Das wird ja immer voller da. Ah, Ökomuttis. Laptop. Long-Distance-Schmeißer. Jetzt Quatsch hier. Pension, 11. Himmel. Ich habe geklingelt hier im Hochhaus. Ah. Hallo. Sind Sie gebürtige Marzahnerin? Nein. Achso, wir müssen. Nein. Wir befinden uns jetzt hier in der Wittenberger Straße, glaube ich, bin ich hier gerade. Und dieses Café, nennt sich das Hochhauscafé hier? Genau, Sie sind hier im Hochhauscafé in der Wittenberger Straße 85. Wissen Sie was? Ich bin heute zum ersten Mal in meinem Leben in Marzahn. Ich habe nämlich überhaupt keine Meinung über Marzahn. Das Einzige, was ich kenne, ist Cindy aus Marzahn, die aus dem Fernsehen kennt. Aber ich finde, die repräsentiert nicht Marzahn, oder? Also erstens kommt sie ja gar nicht aus Marzahn. Und ich weiß, dass ein Großteil der Marzahner, die auch ganz schrecklich finden und hier in Marzahn nicht sind, nicht alle so dumm und machen auch nicht so blöde Witze. Das glaube ich zum Beispiel auch. Das sind ja wirklich wahnsinnig viele Plattenbauten hier. Es ist wirklich eine Festung, kann man schon fast sagen. So viele habe ich selten gesehen. So, wenn man aus dem Fenster guckt und das sieht, hat man dann, wenn man hier so lebt, so einen eigenen Blick auf die Dinge? So, sag ich mal, hat man da so eine gewisse Romantik für? Ich glaube, dass sich sowas inzwischen entwickelt hat, insbesondere bei den jungen Leuten, die sagen, Plattenbau ist cool, mein Blog oder so. Und ansonsten finde ich aber, also mir fallen die Plattenbauten gar nicht so auf. Es gibt hier unwahrscheinlich viel Grün zwischen den Plattenbauten. Und wir sind ja hier auch schon am Ende von Berlin. Man kann sich hier ein Fahrrad ausleihen zum Beispiel und kann ins Arnsfelder Umland fahren. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Und tolle Fahrradstrecken gibt's hier, oder? Ja. Wie heißen Sie überhaupt? Ich heiße Marina Bicardi. Ich bin Olli. Okay. Hallo. Ich bin jetzt 5 Minuten hier und fühle mich jetzt schon wohl. Sie sind die Schwester, die ich nie hatte. Okay, gerne. Der 11. Himmel in Marzahn, ein Hochhaus, das es in sich hat. Hier gibt es ein Café, hier gibt es einen Kinderkeller und dann gibt es hier noch den 11. Himmel und zwar eine Pension. Sie arbeiten auch ehrenamtlich in dem Café? Genau. Wie heißen Sie denn? Elke Zeskin. Hallo Elke Zeskin, mein Name ist Olli Schulz. So, 10. Stock sind wir. Hier ist jetzt der Ausblick. Ah, freue ich mich. Bin schon gespannt. 1996 war der Prinz Charles in Hellersdorf. Der Prinz Charles war in Hellersdorf? Ja. Und der Prinz Charles ist tatsächlich hierher gekommen? Nein, der kam dann hier nicht an. Wissen Sie was? Jetzt bin ich hier. Ich bin der deutsche Prinz Charles. Ach, und hier kann man übernachten? Genau. Was kostet denn das, so eine Übernachtung hier? 11 €. Das ist total schnuckelig und schön eingerichtet. Hier ist ein Klavier, hier ist ein kleiner Ofen. Kamin heißt es, Ofen ist Quatsch. Ja, man guckt erstmal frontal rüber auf die andere Seite. Da ist auch ein Hochhaus, kann man rüber gucken. Das ist das, lassen Sie mich raten, das gelbe Zimmer. Nein, das ist ein Spinnzimmer, wo die Leute dann eben stricken können. Das ist also statt Rauchen, wird dann eben gestrickt. Das ist so das Anti-Raucherzimmer. Genau. Rauchen Sie selber? Ja. Ich auch. Ich will aufhören Ende des Jahres. Sie auch? Nö, eigentlich nicht. Einmal die Woche eine E-Mail und schreiben, sagen, na, und schon eine geraucht. Ich suche noch jemanden, mit dem ich zusammen aufhören kann mit dem Rauchen. Hier sind Bilder von Prinz Charles, weil er in Hellersdorf war. Wer ist der Typ daneben, der hier so wichtig guckt? Keine Ahnung, wer das ist. Kennen Sie, und das ist Eberhard Diepgen oder was? Das müsste sein, ja. Hören Sie eigentlich ab und zu mal Radio 1? Ja. Ist gut, ne? Ja. Gibt es sowas wie das schönste Hochhaus in Marzahn? Ein Herzstück der Anlage? Das schönste Haus ist hier 11. Himmel, Wolkenkratzer und so. Ich glaube, ich befinde mich im schönsten Haus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das hier zu toppen ist. Das ist ein Marzahner Berg. Der Marzahner Berg, ich sehe aber gar keinen Berg. Doch. Ach, da hinten, hinter den Hochhäusern ist der Berg. Von da oben haben wir schon auch eine tolle Aussicht, oder? Wunderschön. Und da unten ist der Eichenkeller, Musik- und Tanzcafé. Ja. Ist da noch was los? Gehen Sie da ab und zu tanzen? Da ist gar nichts mehr. Das ist alles zu. Gibt es hier noch irgendwo so ein Tanzlokal? Hier in Marzahn ziemlich schwierig.
Sollte ich vielleicht eins aufmachen? Ich bin ein starker Tänzer. Das ist ja toll. Radio 1. Olli Schulz on Tour. Tja, und jetzt befinden wir uns gerade hier in der Platte im Ovo-Haus, beziehungsweise vor der Platte. Noch sind wir in meinem Auto und hinter uns befindet sich ein riesiges altes Gebäude, das sich die Platte nennt. Es ist der größte Übungsraumkomplex, den es, glaube ich, gibt in Europa. Es ist ein Hochhaus voller Übungsräume und hier versuche ich gleich mal meinen Musikquiz zu machen. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich selber passionierter Musiker, viele erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Platten rausgebracht, mehr nicht so erfolgreiche Platten, und werde jetzt mal versuchen, ein paar Musiker zu einem Quiz zu überreden. Und wir gehen jetzt mal rein in die Platte und versuchen mal da irgendwie so ein bisschen Kontakt zu den einheimischen Marzahner Musikern zu finden. Und jetzt raus, ab in die Platte. So, wir sind schon mal reingekommen jetzt hier ins Ovo-Haus, beziehungsweise in der Platte. Ja, und jetzt ist hier ein Fahrstuhl. Wenn wir den Fahrstuhl benutzen, würden wir über die Treppen gehen. Der Fahrstuhl sieht aus, hat auf alle Fälle noch Strom erleuchtet. Ich würde mich trotzdem lieber mit der Treppe vergnügen. Jetzt laufen wir hier ins Treppenhaus, jetzt will ich mal irgendwo reingehen, in irgendeinen Übungsraum und werde versuchen, mein musikalisches Quiz zu machen. Vielleicht haben die überhaupt keine Lust auf mich hier. Und vielleicht denken die, ach, hau ab, der Spinner, ey. Es ist ein bisschen bedrohlich hier. Ich weiß nicht, ob wir hier wieder rausfinden werden. Es ist wirklich wahnsinnig groß. Und hier sind überall Türen. Hier, die Metal-Aufkleber. Das macht keiner auf. Sie müssen sich Folgendes vorstellen, liebe Zuhörer. Überall sind Türen, überall sind Gänge und man weiß nicht, wo man gerade ist. Überall sind Bandnamen, die ich noch nie gehört habe. Fat Man's Warface. Kennen Sie Fat Man's Warface? Ich nicht. Hallo, bist du hier von der Band? Ich bin von einer Band, ja. Von einer Metalband? Ja. Mein Name ist Olli Schulz, ich mache gerade die ganze Sendung. Wir sind heute hier und ich würde gerne ein Quiz machen mit einer Band. Es gibt 10 Euro zu gewinnen, 5 Fragen. Hast du in deiner Band Bock darauf? Kann ich? Na los, komm. Cool. Moin. Ich will nicht lange stören. Ich war noch nie hier. Das ist das größte Gebäude, glaube ich, was es gibt. Bandgebäude Europas oder so, ne? Das Gebäude mit den meisten Bands und auch wirklich, dass es ausschließlich nur für Bands da ist. Meinst du, hier sind noch Raum frei? Ich brauche selber noch einen Raum für meine Band. Die Warteliste ist ewig lang. Wenn du einen kennst, dann ja. Aber du kennst mich, wir kennen uns ja jetzt. Wir sind jetzt Kumpels, oder? 600 Euro. Alter, 600 Euro, das ist eine Menge Holz. Ich habe gedacht, vielleicht, weil das hier so ein altes, ehemals leerstehendes Gebäude ist, dass das hier halbwegs günstig ist. Dem ist nicht so, ja? Dadurch, dass es auch sehr gefragt ist, hier zu proben und sozusagen 24 Stunden hier betrieblich nutzbar ist, wird, denke ich mal, daraus sich der Preis pro Quadratmeter zusammensetzen. Weil das halt jetzt so rüberkam, ist halt sehr teuer. Trotzdem will man auch eine Bresche schlagen für das Ovo-Haus. Also die Institution an sich ist so fantastisch. Also das ist wirklich toll, dass eine Stadt sowas überhaupt anbietet. Ein Haus wirklich nur für Musiker, wo du keinen störst, wo du immer da sein kannst. Ihr nehmt hier gerade auf, wie heißt eure Band? Tangent Plane. Und welche Richtung geht das so ein bisschen? Im Fachbereich nennt sich das Progressive Metal. Vielen Dank. Hast du noch einen musikalischen Wunsch, den wir in unserer Radio 1 Sendung spielen können? Wenn es geht, nicht absoluter Grindcore. Wir sind aber gerne bereit, einen Metal-Song zu spielen, der es in sich hat. Wenn du mir jetzt einen deiner Top-Metal-Band-Songs Songs von der Metal-Band sagen kannst, werden wir den jetzt spielen. Da fällt mir spontan ein Borrow Me Your Dullness von Tangent Plane. Das Lied geht wahrscheinlich 11 Minuten lang, hat einen langen progressiven Teil und ist kaum zu ertragen. Ihr müsst wahrscheinlich auch darauf achten, dass der in etwa radiodienlich wäre. Richtig. Dann hätten wir noch im Angebot Do You Live von Tangent Plane. Hier ist Do You Live von Tangent Plane. Alles klar, immer auf. Ich selber sage jetzt mal, ich kenne mich halbwegs gut mit Metal aus. Wir machen ein kleines Metal-Quiz, wenn ihr Lust habt. Ich stelle euch 5 Fragen aus dem Metal-Bereich und pro richtige Frage gibt es 2 Euro. Ihr könnt jetzt einen 10er ganz schnell gewinnen. Ich stelle 5 Fragen. Hast du auch Bock mitzumachen? Was für ein Instrument spielst du? Schlagzeug. Du bist der Schlagzeuger. Das ist ja die wichtigste. Was bist du? Gitarre. Gitarre, Schlagzeug und du bist der Basser. Nee, ich bin der Keyboarder. Okay, wie hieß denn der Schlagzeuger von, erste Frage, der Schlagzeuger, der ausgestiegen ist von Dream Theater und so gerne wieder zurückgekommen wäre in die Band? Mike Portnoy. Damit hast du die erste Frage richtig beantwortet. Kannst du mir auch sagen, kennst du Morbid Angel noch? Die Band Morbid Angel, wie der Sänger von Morbid Angel heißt? Ach du Scheiße. Nicht googeln. Ja. Ohne googeln hier, Jungs. Nee. Dave Vincent, kann ich ja ganz kurz mal sagen. Ist klar. Weißt du noch, wie die zweite Platte von Death hieß? Scheiße. Scream Bloody Gore war die erste, dann müsste das Leprosy gewesen sein. Leprosy war die zweite Platte, das ist richtig. Okay, dritte Frage. Kennt ihr noch die Band Queensryche? Ja. Die haben mal ein Konzeptalbum gemacht. Wie hieß denn das? Ziemlich bekannt, politisch engagiertes Album. Operation Mindcrime. Hervorragende Platte, damit ist diese Frage auch richtig. Nimm mir mal bitte 3
Urmitglieder von der ersten Besetzung von Guns N' Roses? Oh, hier. Na komm, du darfst auch eine Frage beantworten. Also spontan fällen mir nur Slash und Axl Rose ein. Ja, und jetzt kommt der dritte, nach mir noch einen. Und der dritte, genau, Bryan Adams war es nicht. Der Basser zum Beispiel hat später noch bei einer anderen Band gespielt, zusammen mit dem Stone Temple Pilots Sänger. Ja, ich weiß auch, dass daraus dann irgendwann Velvet Revolver wurde. Genau, die meinte ich. Genau, aber oh Gott, frag mich mal nach dem Namen. Oder der Schlagzeuger, der erste Schlagzeuger, der nach der ersten Platte auch rausgeschmissen wurde, weil er zu viel Drogen genommen hat. Sein Nachname ist ein fliegendes Tier. Gary Bett? Nein, Steven Adler. Trotzdem kriegt er jetzt alle 10 Euro, weil ich will das Geld sowieso loswerden. Bist du original Marzahner? Kannst du mir erzählen, wie der Marzahner tickt? Also da gibt's verschiedene, weil Marzahn ist ja auch gegliedert in Marzahn und in Biesdorf, weil Biesdorf ist ein Teil von Marzahn und das ist der komplette Gegensatz. Du hast Marzahn im Nordteil, wo halt viele Zugezogene wohnen, die halt sich nicht so teure Wohnungen leisten können. Deswegen gibt es auch viele soziale Schichten in Marzahn. In Biesdorf wohnt eher so die gute Mittelschicht, wo man sich auch ein Einfamilienhaus leisten kann und so und viele Parks und so weiter. Und im Nordteil in Marzahn hat man halt viele Asylanten, Vietnamesen, Russen, viele Chaoten. Aber auch viele nette Menschen. Ja, definitiv. Also meine Oma wohnt zum Beispiel auch im Nordteil von Marzahn. Aber die zum Beispiel kriegt, obwohl sie genau in diesem Problemteil, der sich so im Niemecker Straße befindet, davon bekommt die kaum was mit, obwohl die da kaum fernab wohnt. Ja. Und liegt aber auch daran, dass sie nach 16 Uhr auch nicht mehr auf die Straße geht. Es ist natürlich, ich bin selber auch Musiker, ich versuch's jedenfalls so, ne? Und man versucht als Musiker irgendwann mit dem Rauchen aufzuhören. Wie sieht's bei dir aus? Ich probiere es gerade, aber es ist auch nicht unbedingt auf mit der E-Zigarette. Wo hast du die E-Zigarette her? Internet. Aber es ist ein Irrglaube, sich damit die Nikotinsucht abzugewöhnen. Ich merke jetzt schon, wie sich mein Gehirn selber wieder anlügt und ich jetzt denke, ach weißt du was, ich höre nicht auf mit dem Rauchen, ich steige einfach um auf die E-Zigarette. Ja. Haben wir die E-Zigarette heute auch nochmal in unser Special gebracht? Vielen Dank für die netten Antworten. Ja, sind wir los? Wir sind los. Na dann, vielen Dank. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Die kannten mich nicht. Nee. Die haben nicht gewusst, wer ich bin. Und das finde ich aber auch ganz gut. Die Metal-Bands sind meistens die freundlichsten Typen. Und die Typen, die in irgendwelchen ambitionierten Pop-Bands spielen, sind die arrogantesten Vollspinner. Wirklich, das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Metal-Typen sind die freundlichsten. Jetzt geht's hier raus, denke ich mal. Hallo, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Etwas, ja. Kommen Sie aus Marzahn? Ja. Wir machen nämlich heute die ganze Zeit schon für Radio 1 eine Sendung über Marzahn. Jetzt wollte ich gerade mal fragen, wohnt sie hier irgendwo in der Nähe? Ja. Ist es so zwischen den Nachbarn, ich gucke gerade diese bunten Girlanden so an, in den Hochhäusern, ja, dass die, meinen Sie, dass die so Konkurrenzkämpfe führen? Wer hat das schöner beleuchtet und so? Gibt es sowas? Sowas gibt es bestimmt, aber ich finde das in den Hochhäusern besonders interessant. Ich auch. Wie verschiedenartig jeder so seinen Balkon schmückt. Und das ist ja erst der Anfang, das wird noch mehr. Man kann dann immer ganz interessant darüber schon erkennen, wie derjenige, der da wohnt, was für ein Stil der so fährt, oder? Da haben Sie vollständig recht, finde ich auch interessant. Super, genau, ohne die Person zu kennen, ja? Genau, kann man schon eine richtige Sozialstudie schon machen. Finde ich auch, ja. Toll. Sie sind hier mit Ihrer Tochter, haben Sie schon Weihnachtsgeschenke für Ihre Tochter gekauft? Aber sicher. Weißt du schon, was du kriegst? Langweilig. Nein. Sehr schön. Haben Sie noch einen schönen Abend, ja? Vielen Dank. Auch. Und schön gesund bleiben. Ja, natürlich, mache ich. Schauen Sie mich an. Ich sehe aus wie das blühende Leben. Jetzt höre ich auch noch auf mit dem Rauchen Ende des Jahres. Ich auch. Ja? Versprochen, hören Sie auch mit dem Rauchen auf? Oh ja. Die ersten 3 Tage sind die schlimmsten. Aber eigentlich ist es nur eine Kopfsache, wurde mir gesagt. So ist es auch. Ich höre jedenfalls auf. Willst du auch, dass deine Mutter aufhört? Ja. Okay. Schön, dass ich noch weitere zukünftige Nichtraucher gefunden habe. Haben Sie einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Schöne Weihnachten, einen gesunden Rutsch, ja? Dankeschön. Tschüss. Radio 1. Olli Schulz. On Tour. Olli Schulz immer noch für Sie auf Radio 1, immer noch auf der Suche nach dem Charme von Marzahn. Marzahn ist nämlich ein Viertel, ein Bezirk, der viele, viele vielschichtige Menschen, Strukturen, Einrichtungen und die ganze andere Scheiße beinhaltet, die man so braucht, um einen interessanten Bezirk zu gestalten. Ich bin nicht Cindy aus Marzahn, ich bin Olli Schulz aus Kreuzberg, der allerdings für Sie überall das Mikro am Ohr der Geschichte hat. In diesem Freundeskreis mit Leg, nee, das Lied will ich jetzt überhaupt nicht hören. Jetzt kommt ein anderer guter Song noch. Are you hanging?
So, wenn meine Landkarte mich jetzt richtig nicht anlügt, dann sind wir hier in Biesdorf. Biesdorf ist auch ein Teil von Marzahn, das hat mir ja schon der Drummer von Change and Plane erzählt. Hier gibt es einen Kaisers und hier gibt es bestimmt irgendwas zu essen. Wir haben wahnsinnigen Hunger. Hunger nach Liebe, Hunger nach Leben und Hunger nach Essen. Clemens, mein Redakteur, würde gerne ein bisschen Fleisch essen, weil Fleisch ist sein Lieblingsgericht. Und ich mag alles gerne. Ich esse einmal die Woche nur Fleisch und ab und zu heimlich einen Döner. Das darf meine Frau aber nicht wissen. Das ist auch so ein, da merkt man auch, dass die Zeiten sich geändert haben. Früher sind die Männer heimlich zum Rauchen rausgegangen. Heute gehen sie heimlich zum Döneressen auf die Straße und sagen der Frau dann, ach, ich rieche nach Knoblauch, weil ich gerade so einen Knoblauchdip gegessen habe mit so einem Selleriestangen oder sowas. Was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Wer isst schon Selleriestangen mit Knoblauchdip? Das ist somit das Langweiligste, was es gibt, meiner Meinung nach. Aber heimlich mal einen Döner, da sag ich nicht nein. Ich habe total Hunger. So. Entschuldigung, wo gibt's denn hier einen guten Döner? Döner weiß ich nicht. Okay, danke. Wo kriechen was zu essen? Wir haben so einen Hunger. War Kneipe. In der Kneipe gibt's was drin? Nein. Ich habe total Hunger. Wir haben heute eine Sendung gemacht über Marzahn. Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich heute noch was essen kann? Wo würdest du essen gehen an meiner Stelle? Da vorne beim Dönerladen. Ist das ein guter Döner? Also ich finde ihn lecker. Da gehe ich hin. Wie heißt du? Steffi. Wenn ich sage, ich komme von Steffi, kriege ich einen Döner günstiger? Keine Ahnung. Na gut, ich danke dir vielmals. Da ist ein Dönermann. Guck mal, da stehen auch Leute bei dem Dönerladen. So ein paar sympathisch aussehende türkische Mitbewohner. Türken in Marzahn, die haben wir noch gar nicht heute vors Mikro bekommen. Ich gehe mal hin. Hey, du bist hier der Dönerchef, oder? Nee, der Dönerschneider. Wir essen auf alle Fälle beide einen Döner, oder? Wir bestellen auf alle Fälle zwei Döner. Was gibt es hier mehr in Marzahn? Gibt es mehr Dönerläden oder mehr Asia-Imbisse? Ich glaube Asia-Imbisse. Wir müssen mit Marzahn was machen. Was machen wir mit Marzahn? Ja, die Leute sind traurig und man muss hier irgendwas machen, damit die fröhlicher werden. Wenn wir jeden Sommer 2000 bunte Clowns durch Marzahn laufen lassen, die so... Das würde bestimmt hier ankommen. Du wirst aber lachen. Ich habe bis jetzt sehr viele freundliche Menschen getroffen. Ich habe aber auch oft gehört, dass es in Marzahn viele schlecht gelaunte Menschen gibt. Ich hatte Angst vor meiner Sendung, die ich heute mache, weil ich habe gedacht, ich kriege keinen vors Mikro und keiner redet mit mir. Aber die meisten haben doch mit mir geredet. Liegt es vielleicht an meinem dümmlichen Gesicht, dass sie denken, ach komm, der ist ungefährlich? Nee, ach. Aber wenn die Haare gehabt hatten... Ja. Dann hätte kein Mensch kein Wort gequatscht mit ihm, kann ich Ihnen versichern. Ist es so wegen verschiedener Kulturen, die reden da nicht mit einem, die Marzahner? Ja, die kennen das nicht so gut, dass sie mit anderen Menschen von anderen Kulturen einfach zusammenzuleben. Das ist hier noch nicht so gut angekommen, leider. Warum? Ich wohne in Kreuzberg seit 7 Jahren. Da gibt's überhaupt keine, da wird gar nicht mehr darüber geredet, ob du nun Deutscher bist, Türke oder was auch immer. Wir sind seit 15 Jahren schon hier. Das war früher schon schlimmer. Jetzt hat es natürlich viel verbessert. Und hier wohnen ja auch viele aus Russland, die hier sind. Und kommen wir mit denen gut klar, mit den Russen? Ja, schon. Wir kommen mit beide klar, also natürlich, aber die beiden kommen nicht gut klar. Die Deutschen und die Russen kommen nicht. Meinst du, es liegt noch am Krieg oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, aber die mögen sich halt eben nicht. Auch wenn sie hier stehen und reden, dann geht irgendeiner. Vielleicht müssen wir einfach mal, wollen wir zusammen nächsten Sommer ein russisch-deutsches Volksfest organisieren? Das in Marzahn. In Marzahn. Das wäre geil. Das wäre schön. Wir müssen was einfallen. Erstmal essen wir jetzt einen Döner. Ja. Es ist ein guter Döner hier, ne? Der sieht auch super lecker aus und ich möchte gerne meinen ohne Tomate, bitte. Achso, ey, ich habe noch eine Frage an euch. Vielleicht könnt ihr ich habe einen alten Opel Astra. TÜV läuft langsam ab. Also ist eigentlich schon seit. Ist schon abgekommen. Wo verkaufe ich hier meinen roten Opel Astra? Roten Opel Astra Baujahr? 96. Kilometer? 100.000. Aber hier die Vietnamesen, die können dir den günstigen TÜV. Haben die da Kontakte? Können die TÜV klar machen, die Vietnamesen? Ja. Warum? Wieso haben die so... Die sind so... Ich glaube, die machen nicht bei Deutschen. Bei Deutschen nicht? Ich glaube, das wird nochmal eine eigene Sendung, wo ich die asiatische Kultur versuche zu erforschen. Ist es wirklich so, dass es in Marzahn nur Kurden gibt? Also, sag mal 180% Kurden und der Rest, 20% kann Türken sein. Guck mal, da ist gerade eine Asiatin an mir vorbeigegangen. Wenn ich jetzt mit dem Mikro dahin laufe und versuche, mit ihr ein Interview zu machen, das wird nicht klappen, oder? Nee, die wird einfach winken. Keine Zeit. Zu 80% ist es die Sprache. Vielleicht sollten wir in Marzahn eine eigene Sprache entwickeln für alle, die in Marzahn leben. Kein Deutsch, kein Kurdisch, kein Asiatisch, sondern Marzahnisch. Wie kann,
Wie kann man zahnisch klingen? Das klingt, glaube ich, nicht freundlich. Obwohl, ich war. Ich habe gehört, dass viele in Marzahn, aber auch liebevoll ihr Viertel Marzipanien nennen. Ist es richtig? Marzipanien. Murat? Nee, habe ich nicht gehört. Na gut, dann habe ich es jetzt für mich entdeckt. Marzipanien. Vielen Dank jetzt. Okay, ja? Danke. Liebe Hörer von Radio 1, das war meine Sendung. Olli Schulz auf der Suche nach dem Charme von Marzahn. Und ich muss sagen, die Menschen sind wirklich freundlich und nett gewesen und haben mich sehr sympathisch willkommen geheißen. Ich war in einem tollen Hochhaus, ich war in einem Einkaufszentrum. Okay, da wurde ich rausgeschmissen, weil wir keine Genehmigung hatten. Kann man vielleicht sogar verstehen. Wir haben ewig lange unser Auto gesucht. Wir waren in einem tollen Plattenbau, der jetzt eine Übungsraumstätte für Tausende von Bands ist, was ich sehr erstaunlich und beeindruckend fand. Und ich muss sagen, der Marzahner selber ist ein netter Mensch, geht auf einen zu, spricht mit einem. Ich habe weniger Abweisungen bekommen als am Prenzlauer Berg zum Beispiel. Und was ich auch nochmal sagen muss, ist, was können die Menschen, die hier leben, eigentlich für diese kranke Architektur? Also die Hochhäuser sehen wirklich nicht besonders schön aus. Allerdings, ich glaube, wenn man hier so ein bisschen länger drin wohnt, dann kann es einem schon gefallen. Und man findet seinen Weg und seine Art, damit umzugehen. Das tue ich jetzt auch mit einem wahnsinnig guten Song von Tokotronic, den ich mal anmache hier in meinem Wagen. Ah, einer meiner Lieblingssongs mit einer Aussage, die auch die ganze BRD trifft, meiner Meinung nach. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sonntag. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein in 2 Wochen. Nächste Woche wieder Euter, Eiter, Umlauf und Böhmermann, die versuchen, Sie mit 80er-Jahren-Gags zu unterhalten. Das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist das wahre Berlin und das versuche ich für Sie rauszufinden. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich habe Sie immer gemocht. Ihr Olli Schulz. Ach, und den Song müssen Sie auch in laut hören. Ich mag's in sich. Radio 1. Olli Schulz on tour.